Ein AEP ist ein akustisch evoziertes Potenzial. Das ist auch eine Methode, indem man den Hörnerven, aber auch das Stammhirn letztlich untersuchen kann. Und das funktioniert so, dass der Patient einen Kopfhörer aufkriegt und dann werden Klackpulse, also Geräusche letztlich gemacht. Und diese Geräusche führen zu elektrischen Erregungen im Gehirn oder auch im Gleichgewichtsorgan. Und die kann man ableiten, von außen auch wieder. Und das sind sehr, sehr, sehr kleine Signale. Deswegen muss man das sehr oft hintereinander machen. Das wird dann aufsummiert und dann durch die Anzahl der Impulse geteilt. Und dann kriegt man eben entsprechende Kurven. Und aus diesen Kurven kann man die Stärke der Reizung, aber auch die Zeiten letztlich messen und kann schauen, ob bestimmte Strukturen im Gehirn, also Hirnnerv, beziehungsweise bestimmte Orte im Stammhirn gut funktionieren oder nicht.